Hey Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Weiter geht's mit unserem Iohawk Spezial. Wir haben uns ja gerade erst den Iohawk Collide angeguckt und heute ist die Speerspitze von Iohawk dran, der Iohawk Legacy. Deswegen heute mal Unboxing, Legacy, Stärken, Schwächen und alle Details. Oh ja, oh, das Paket ist schon ein bisschen schwerer. Und wieder erwartet uns eine ganze Menge Styropor. Oh, ein bisschen fummelig, wa? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt schauen wir uns mal den Lieferumfang an vom Iohawk Legacy. Los geht's mit dem Hinweiszettel. Weiter geht's mit den Fahrzeugpapieren. Jetzt könnt ihr euch natürlich auch euer Versicherungskennzeichen holen. Kein Problem. Weiter geht's mit der Bedienungsanleitung, das Ganze auf Deutsch. Ich freue mich, dass einer dabei ist. Beim Collide war nämlich keiner dabei. Dann haben wir wieder diese tolle Tasche mit dem Toolset, also in Sechskantschlüssel, Ventilverlängerung und Multitool. Das ist wirklich praktisch. Dann, wie gehabt, unsere Abdeckkappen, aber diesmal sind es mehr als beim Collide. Ich müsste mal zählen, sieht aus wie 10 Stück oder so. Aha, also da haben wir noch eine ganze Menge zu tun, wenn wir den Roller gleich aufbauen. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt, das Ladegerät. Ja, Besonderheit beim Collide ist ja, wir haben ja ein 52-Volt-System und das Ganze auf 25 Amperestunden. Also da geht schon einiges, auch was die Reichweite nachher betrifft. Geladen wird hier mit maximal 2 Ampere, das heißt, ihr dürft mal tiefenentspannt 12 Stunden warten, bis der Roller wieder voll ist. Jetzt habt ihr wie beim Collide ja ebenfalls 2 Ladeanschlüsse, könnt ihr euch also noch ein zweites Ladegerät kaufen. Dann könnt ihr wiederum die Ladezeit halbieren auf 6 Stunden. Das ist okay, 12 Stunden ist natürlich ein bisschen hart. Und zu guter Letzt noch unser Schuko-Kabel für die Haushaltssteckdose für euer Ladegerät. Jetzt erstmal einen schönen Gruß an die Bandscheibe. Der Roller wiegt nämlich 34 Kilo. Schön immer aus den Knien. Oh, Wahnsinn. Ey, das gibt's ja gar nicht. Und wieder zurück in die Knie. Jetzt läuft's. Ah! Und auch hier wieder NFC, da sag ich nicht nee. Was soll mir der kleine Gummi denn hier sagen? Oh Freunde, hier gibt's einen Verletzten. Anscheinend während des Transports hat sich hier der Kellermann-Blinker verabschiedet. Aber das ist kein Problem, weil innen drin sind eigentlich nur Federn und dann wurde das wieder eingehakt. Ah, jetzt. Und hat's wieder gelöst. Ay caramba. So, geschafft. Okay. Oh Mann, das sind echt noch eine ganze Menge Kappen, die ich jetzt anbauen muss. Zwei Abdeckkappen habe ich übrig, aber dadurch, dass wir an den Lenkerenden die Kellermann-Blinker drin haben, könnt ihr die einfach entspannt beiseite packen. Jo, da steht er jetzt, der Iohawk Legacy. 5 Minuten später ist der Roller fertig aufgebaut. Ich muss aber jetzt schon sagen, liebe Grüße an meinen Rücken, 34 Kilo ist echt nicht ohne. Wir machen mal weiter mit den technischen Daten. Los geht's mit dem Iohawk Legacy und den Farben. Ihr bekommt ihn in Schwarz, Gelb und Mint. Und der Preis ist wie folgt, 2049 Euro aktuell auf der Webseite von Iohawk. Regulär 2099 Euro. Ja, was kriegt man jetzt eigentlich für 2049 Euro? Auf jeden Fall einen straßenzugelassenen E-Scooter mit maximal 22 km/h, einem Eigengewicht von 34 Kilogramm und einer maximalen Zuladung, und jetzt hört genau zu, von 150 Kilogramm. Insgesamt ist der Legacy 1,30 Meter lang und die Lenkerhöhe beträgt 1,36 Meter. Damit wird er sicherlich nicht mehr in jeden Kofferraum passen. Das muss man mit bedenken. Was die Bereifung betrifft, haben wir vorne und hinten eine 10 Zoll Luftbereifung. Das Ganze mit einem Offroad-Profil und somit könnt ihr auf der Straße wie im Gelände richtig Vollgas geben. Sicher abgebremst wird hier durch eine vollhydraulische Zoom-Scheibenbremsanlage vorne und hinten. Vorne eine Scherenfederung mit eingebauter mechanischer Feder. Und hinten haben wir die klassische Schwingenkonstruktion mit hydraulischem Federbein. Was den Motor betrifft, haben wir einen Rednam-Motor hinten. Das ist kein Getriebemotor mehr. Mit einer Nennleistung von 500 Watt und einer maximalen Peakleistung von 1200 Watt. Höchstgeschwindigkeit 22 km/h.
Jetzt kommen wir zum Herzstück vom Iohawk Legacy, dem Akku. Der befindet sich direkt im Trittbrett verbaut. Wir haben hier 52 Volt, 25 Amperestunden, gleich 1300 Wattstunden, umgerechnet 1,3 Kilowattstunden und die Reichweite beträgt zwischen 80 und 120 Kilometer. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema. Also zum einen möchte ich mal sagen, dieses Schutzblech sieht aus wie ein Stealth-Bomber. Die Halterung hier aus Metall gefertigt, sodass da nichts wegbrechen kann. Das ist cool, aber kleiner Nachteil, zu kurz. Warum zu kurz? Ja, klar, wenn ihr jetzt durch den Matsch fahrt, werdet ihr den ganzen Dreck in Richtung eurer Federung schleudern. Das ist nicht ganz so geil, um ehrlich zu sein. Wenn wir uns jetzt hinten das Schutzblech angucken, dann muss ich sagen, Chapeau. Vorne sieht es aus wie ein Stealth-Bomber. Hinten erinnert mich das so ein bisschen an das Batman-Mobil. Sehr, sehr cool. Aber auch hier wieder, wo ist der Rest vom Schutzblech? Du schleuderst den ganzen Dreck in Richtung der Federung. Das ist doch nicht das Ziel, oder? Wir gehen mal ganz kurz auf die Verarbeitungsqualität ein und da muss ich sagen, das ist richtig gut gemacht. Ne? Also der Rahmen jetzt hier, klar, aus Metall, die Abdeckung aus Kunststoff, aber schön verarbeitet. Überall diese kleinen Details in Gelb mit diesen Pfeilen. Es wirkt einfach sehr, sehr, sehr dynamisch, wie so ein Renn-E-Scooter. Ja? Und dann macht man hier weiter. Und dann hat man natürlich die perfekte Kombination gefunden, indem man gesagt hat, okay, wir verbauen hier Kellermann-Blinker. Das ist das Nonplusultra in dem Bereich. Besser geht's nicht. Einmal oben am Lenker. Und hier hinten dann wieder diese Trittstellfläche, falls ihr im Gelände unterwegs sein solltet. Also dieser Detailreichtum, der ist richtig, richtig gut. Und ich finde es auch gut, dass hier die Kappen ein bisschen besser passen als beim Collite. Die Kappe fand ich persönlich, ja, die gehen sehr leicht rauf und auch sehr leicht wieder ab. Ich schätze mal, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis man eine von den Kappen vielleicht verliert, weil man der Meinung ist, man heizt jetzt hier durchs Gelände. Oder die eine oder andere Bodenwelle wird dann schon irgendwie und irgendwo dafür sorgen. Der Spritzwasserschutz ist beim Iohawk Legacy natürlich auch nochmal ein Thema. Wir haben hier einen IP54 Spritzwasserschutz. Bedeutet Spritzwasser von allen Seiten. Kommt also bitte nicht auf die Idee, diesen Roller mit dem Kercher sauber zu machen. Mit dem Gartenschlauch auf der härtesten Stufe oder jetzt hier bei Platzregen und Monsun mit dem Roller durch die tiefsten Pfützen zu knallen, das wird er euch nicht verzeihen. Ja, das ist leider ein bisschen schade, aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Großes Lob erstmal an den Seitenständer, toll verarbeitet, aus Metall. Federspannung ist super, hast nicht das Gefühl, dass du gleich erschlagen wirst, wenn du den einklappst oder ausklappst. Also auch da richtig schön auf die Details geachtet. Die Abstellfläche für den Fuß ist schön verarbeitet. Zum anderen kannst du hier auch direkt zugreifen, könntest den Roller anheben. Die Gummifläche ist nochmal mit Senkkopfschrauben versehen, sodass da auch nichts abbrechen, wegrutschen kann oder ähnliches. Also ich finde, das haben die richtig gut gemacht. Und ich glaube, wenn du im Gelände unterwegs bist, wirst du das zu schätzen wissen, dass du deinen Stand immer mal wieder so ein Stück weit nach hinten versetzen kannst. Weiter geht's mit dem Trittbrett vom Iohawk Legacy. Gefällt mir richtig gut. Also hier zum einen dieses Carbon-Design in der Mitte, die Stellfläche für eure Füße aus Gummi, der Schriftzug leicht erhaben, wirkt alles sehr, sehr wertig. Dann haben wir hier schon unsere Ladeanschlüsse für euer Ladegerät. Wie gesagt, maximal 2 Ladegeräte könnt ihr anschließen mit 4 Ampere und dann werdet ihr in ca. 6 Stunden wieder durch. Einklappen könnt ihr den Legacy natürlich auch. Dafür müsst ihr jetzt hier nur den Sicherungsstift lösen. Dann diesen massiven Hebel runterdrücken. Vorsicht. Und dann gibt es hier an der Seite nochmal eine zusätzliche Sicherung. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Da löst ihr auch nochmal so einen Stift und dann könnt ihr den Roller, wenn alles klappt und ihr nicht hängen bleibt, einklappen. Jo, ich habe ja als Kind schon immer gern gebaggert. So fühlt sich das gerade an. Ja, hier ist die Baggerschaufel. Dann greifst du danach, dann ein bisschen Spannung rauf, weil wenn du den Lenker jetzt loslässt, dann siehst du schon, dass du hier auch nicht mehr einrastest. Also immer ein bisschen Spannung drauf. So, und jetzt ist der Moment gekommen, du willst in die Bahn oder wohin auch immer. Jetzt schön in die Knie gehen, Rücken durchdrücken, anspannen, Bauch einziehen, gucken, dass der Haken sitzt und dann schön aus den Knien und nicht zu doll drücken, nicht, dass ihr noch pupsen müsst. Also, da hast du richtig was zu tun, wenn du jetzt hier mal mit Bus und Bahn fahren willst. Auch hier wieder schön sauber die Käbelchen eingepackt und ansonsten haben wir ja nur noch unsere Bremsschläuche für vorne und hinten. Rücklicht mit Bremslichtfunktion haben wir auch wieder. Vorne haben wir ein sehr kräftiges LED-Vorderlicht, das kennt ihr schon von anderen Modellen, Maxleistung 80 Lux. Und auch hier kommen die Kabel jetzt wieder gebündelt aus der Lenkerstange. Das Ganze sieht sauber aus und gut verarbeitet und wird immer wieder mit Kabelbindern unterstützt. Jetzt schauen wir uns mal den Lenker an vom Legacy und was gleich auffällt, der ist echt groß. Sprich breit. Ich will mal gucken, wie breit. 70 cm inklusive Kellermann Lenkerendenblinker.
Wow, das ist ordentlich. Cool finde ich auf jeden Fall die Form und die Details. Überall wird wieder mit dem Gelb gearbeitet. Wir machen hier so einen leichten Knick. Er ist in Richtung des Fahrers geneigt. Und ihr könnt den Lenker jetzt hier von den Muttern her so weit lösen, dass ihr die Lenkerenden einklappen könnt. Das ist ein riesen Vorteil bei dem Lenker. Ja, und über allem thront natürlich unser 5 Zoll LCD-Display. Und das ist auch Standtechnik heute. Und das finde ich gut. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wir zünden mal den Legacy. Dafür müssen wir hier in der Mitte nur auf den Knopf drücken. Halten dann die Karte davor. Und dann haben wir schon unser sehr, sehr schönes LCD-Display mit einer tollen Anzeige. Ja, und jetzt sehen wir hier in der Mitte unser LCD-Display mit zwei Anzeigen. Zum einen die Ganganzeige, die Geschwindigkeit, Kilometerstand, dann die Akkustandsanzeige. Das könnt ihr jetzt auch noch so ein bisschen beeinflussen. Ihr habt noch eine Trip-Anzeige, Spannungsanzeige und dann geht es wieder zurück auf die Gesamtkilometer. Ihr könnt die Fahrstufe hier übers Display einstellen oder direkt rechts über die Schaltarmatur. Es sieht einfach mega aus. Es sieht einfach mega aus. Die Griffe sind wieder klassische Gummigriffe, das Ganze mit Handballenauflage und dem Loch in der Mitte, unsere Kellermann Lenkerendenblinker, unsere vollhydraulische Zoombremse, die Griffe etwas gekürzt, leicht der Form der Finger nachempfunden, aber nicht gummiert auf der Innenseite, aber man kommt gut ran und man hat auch einen guten Druckpunkt. Dann, wie ich finde, ein sehr stylisches Bedienelement, zum einen für die Fahrstufen und zum anderen zum Gas geben, also Zeigefingergas, der Hebel auch sehr lang, sodass man auch mit kleinen Händen sehr, sehr gut rankommt. Dann geht es weiter auf der linken Seite. Zum einen haben wir hier unseren Blinkerschalter und zum anderen haben wir unseren Hupenknopf. Und das, was ihr hört, hört sich schon sehr gedämpft an. Ist ja klar, man hat im Trittbrett die Hupe verbaut. Das ist jetzt nicht die perfekte Lösung. Aber zumindest habt ihr eine Hupe. Das waren jetzt erstmal die wichtigsten Details und technischen Daten zum iHawk Legacy. Und jetzt geht es uns nochmal darum, wenn ich 2000 Euro ausgebe, dann habe ich natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und die sollst du auch haben. Deswegen gucken wir uns mal die Stärken und Schwächen an. Ja, dann fangen wir doch mal ganz kurz mit den Stärken an. Also ich muss ganz klar sagen, vom Design ist der iHawk Legacy der absolute Oberknaller. Ja, also selten Roller gesehen, der so durchgestylt ist und wo man so auf die Details achtet. Finde ich einen absoluten Brüller. Preis 2049 Euro, regulär wohl 2099 Euro mit Blinkeranlage, ist aber auch schon ein Pfund. Ja, und das ist so ein bisschen der Nachteil. Gewicht, deswegen ja auch ein Pfund. 34 Kilo, alter Falter. Also das nimmst du mal nicht mit in Bus und Bahn, sondern da brauchst du schon gefühlt ein eigenes Carport für. Und dann kannst du ihn ja auch nicht einfach so draußen stehen lassen. Ja, sonst wurde er ja auch geklaut. Leider haben wir keine Diebstahlwarnanlage verbaut. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Also was den Komfort betrifft, ganz klar, also mit dem iHawk Legacy federst du alles weg. Vorne Scherenkonstruktion, hinten Schwingenkonstruktion, Dämpferelemente vorne und hinten, hinten sogar hydraulisch, der absolute Oberknaller. Auch die hydraulische Bremse, es sieht alles schick aus, vor allem auch hier schön diese Stollenbereifung, mega. Aber das ist wirklich ein Defizit, finde ich persönlich, Schutzblech. Das hätte man durchziehen sollen, weil der ganze Dreck, den du dir einfährst, den schleuderst du jetzt hier in Richtung deiner Federung und dann bist du hier eigentlich nur am Saubermachen. Und Saubermachen musst du eben auch vorsichtig sein. Warum, erkläre ich euch jetzt. Ein wichtiges Thema ist das Thema Spritzwasserschutz. Wir haben jetzt hier beim Legacy einen IP54 Spritzwasserschutz. Ihr könnt von oben direkt das Deck abschrauben, dann kommt ihr an die Batterie ran. Das ist eine Schwachstelle. Ich hätte eher vollflächig hier mit einer Gummierung gearbeitet, so dass eben auch diese Senkkopfschrauben nicht direkt vom Wasser betroffen sind. Genauso wie eben auch diese Ladeanschlüsse. Man muss immer darauf achten, dass die Kappen wirklich zu sind, damit es hier nicht irgendwie noch zu einem Wassereinfall kommt, Korrosion und dann automatisch natürlich auch zu einem Funkenflug, was eher kontraproduktiv ist. Hinten haben wir das gleiche Thema wie vorne. Dadurch, dass wir das Schutzblech hier nicht durchgezogen haben, werdet ihr hier ständig zu tun haben, das alles sauber zu machen. Also auch da würde ich sagen, sieht cool aus, aber auch hier Design vor Funktion. Ich hätte mir eher die Funktion gewünscht. Beim Legend habe ich sie schon hart gefeiert, die Kellermann-Blinker. Sie sehen einfach einen absoluten Knaller aus. Es sind die hellsten Blinker am Markt. Ihr werdet auf jeden Fall gut gesehen. Schade finde ich allerdings, dass sie nicht in alle Richtungen biegsam sind. Also sprich nur in dem Fall in die Fahrtrichtung. Nach oben, nach unten nur bedingt und nach hinten eigentlich gar nicht. Also es könnte auch passieren, dass ihr euch so einen Blinker mal abreißt, wenn ihr nicht aufpasst. Ich stelle mir jetzt vor, ich schiebe den Roller zurück oder im Auto. Kann ja mal sein, ne? Durch den Transport hatten wir ja gerade erst auf der anderen Seite, dann löst sich die Feder und schon hängt der Blinker runter. Jetzt schauen wir uns den Legacy nochmal von unten an. Das sieht alles sauber und ordentlich verarbeitet aus. Ja, die Schrauben, die gucken hier natürlich schon ordentlich raus in Sechskantschrauben. Ja, hätte man vielleicht auch mit Senkkopfschrauben arbeiten können, aber ihr habt so eine Bodenfreiheit, dass das eigentlich nicht ins Gewicht fällt.
Jetzt sprechen wir kurz über den Klapp-Falt-Mechanismus. Gut finde ich schon mal, dass wir mehrere Sicherungen haben. Klasse. Wenn du ihn umgeklappt hast, musst du halt eben schauen, dass du ein bisschen Spannung raufbringst, um den Roller halt eben auch vernünftig anzuheben, weil er rastet eben nicht optimal ein. Und ein kleiner Nachteil an der Stelle, ich finde es ja gut, dass man das hier so ein bisschen reinschrauben kann. Ich glaube, das hätte man besser lösen können, weil das Risiko, dass dieser Stift hier abbricht, ist doch sehr groß. Und dann hast du quasi den Stift im Gewinde von deinem Lenker drinne stecken und musst dir dann überlegen, wie du das Ganze vielleicht wieder rausbekommst. Was mir richtig gut gefällt, ist das Vorderlicht. Also, das ist ein richtiger Hauptscheinwerfer hier mit 80 Lux. Da musst du abends keine Angst haben, dass du irgendwas übersiehst. Und zu guter Letzt natürlich noch mein absolutes Highlight hier, der Lenker. Form schön, abklappbar, schöne Bedienelemente, hydraulische Bremse, man kommt super ran und dann dieses irre geile Display. Sieht ein Hammer aus, die wichtigsten Funktionen sind hier gegeben, du kannst sogar manuell hier drüber die Fahrstufen einstellen. Das finde ich richtig gut gelöst. Was ein bisschen verbesserungswürdig ist, ist die Hupe. Hört sich für mich einfach viel zu dumpf an, ich glaube, da gibt es bessere Lösungen. Ja, Freunde, das war's jetzt mit unserem Unboxing zum iHawk Legacy. Sehr detailliert. Ich hoffe, ich habe jedes Detail für euch eingefangen. Pro und Contra, auch ganz wichtig. Und wenn ihr da draußen über 2000 Euro ausgibt, dann wird man ja wohl mal kritisch hinterfragen dürfen. Das haben wir heute gemacht. Das war mir auch wichtig. Ich muss sagen, designtechnisch der Hammer. Aber man hat das Design teilweise vor die Funktion gesetzt. Und das ist dann wieder so ein bisschen, wo ich sage, wir müssen es herausfinden. Wir müssen es fahren. Wir müssen es ausprobieren. Machen wir demnächst. Heute ging es erstmal nur darum, was ist in der Box, wie ist der Roller aufgebaut, was sind seine Stärken und Schwächen. Das ist meine persönliche Meinung, ganz wichtig. Und beim nächsten Mal muss er auf der Straße zeigen, was er tatsächlich kann. Ihr macht jetzt bitte nur noch eins, klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr mit dabei wart.